Liebe Freunde des Wortes Gottes, heute sage ich einige Gedanken zu dem Doppelpsalm 42, 43. Die Gedanken sind aufgeschrieben unter Bibelkreis CH respektive bbkr.ch oder auch in diesem Forum. Und da kann man draufklicken auf Psalm 42, 43. Ich werde den Psalm nicht lesen, aber es wäre gut, wenn ihr ihn oder die beiden Psalmen kurz durchlest. Ich werde jetzt einfach einige Gedanken zu diesem Doppelpsalm 42, 43 sagen, der beginnt mit: Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. Also lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Zunächst der Übertitel. Dieser Psalm, der ist ein ganz spezieller Psalm, schon von seiner Stellung her. Er ist der erste Psalm vom zweiten Psalmbuch. Die 150 Psalmen sind in fünf Bücher eingeteilt, die sich selbst einteilen durch ein Doppelamen, das jeweils in den letzten zwei Versen des letzten Psalmes eines Psalmbuches steht. Also wir sind hier wieder beim ersten Psalm vom zweiten Psalmbuch. Und was noch speziell ist, er ist übertitelt mit dem Vorsänger ein Maskil von den Söhnen Choras. Die Söhne Choras haben 11 Psalmen geschrieben. 11 Psalmen sind so überschrieben. Wer sind die Söhne Choras? Die Söhne Choras hatten eine ganz tragische Geschichte erleben müssen, in denen ihr Vater und ein Freund von ihm sich wider Gott erhoben und sie dachten, sie könnten ein Gericht Gottes rückgängig machen, was man nicht kann. Und sie wollten den Dienst, den Gott ihnen weggenommen hat, zurücknehmen, zurückholen und sind dann in der bekannten Rotte Korah umgekommen und lebendigen Leibes in das Feuer des Abgrundes versunken. Aber die Söhne Korahs nicht. In den Söhnen Korahs sehen wir, wie Gott sich immer einen Überrest behält. Solche, die zu ihm stehen, die sich trennen von der Masse, die sich trennen eventuell auch von einer ungläubigen Familie, von einem ungläubigen Umfeld und die sich segnen lassen wollen von ihm. Ist es den Söhnen Korahs gut gegangen? Ja, in Gott, aber nicht auf dieser Erde. Und das ist die wunderbare Belehrung für uns Christen von den Söhnen Choras. Der Psalm ist noch übertitelt mit ein Maskil. Ich habe da hier geschrieben, Anzahl 13. Die Maskil-Psalme beginnen beim Psalm 32 und sind eine Reihe von 13 Psalmen, die die geistliche Entwicklung eines Gläubigen
aufzeigen. Im Psalm 42 und 43 sehen wir prophetische Hinweise auf den zukünftigen Überrest aus Israel und geistliche Aspekte für uns, also für alle Erretteten aller Zeiten. Die Frage der Erretteten in der Bibel, Heiligen, lautet nicht, wann werde ich endlich von diesem öden Leben befreit? Oder wann werde ich endlich der Bürde des Daseins ledig? Sondern wann werde ich endlich vor Gott erscheinen? Wenn wir so weit sind, dass wir nicht mehr auf die Umstände schauen, Krankheit, Krieg, Armut, Hungersnot, Feuersbrunst und so weiter, sondern wenn wir auf Gott schauen, dann ehren wir Gott. Noch ein Gedanke. Stellen wir schließlich die beiden ersten, den letzten Psalmen des zweiten Buches gegenüber, verstehen wir, dass die Drangsal, Psalm 42 und 43, die kommende Herrlichkeit, Psalm 72, nicht hindert. Nein, im Gegenteil, die Drangsal ist das Mittel, das Gott verwendet, um uns zur Herrlichkeit zu führen. Das zeigt, wenn ich jetzt aus Psalm 72 zwei Verse lese, ich hole rasch die Clever Studienbibel, Sekunde, da ist sie schon. Und Psalm 72 ist der letzte Psalm des zweiten Psalmbuches. Psalm 42, der erste Psalm. Wie endet dieser wunderbare Psalm 72? Er endet mit der Antwort an Psalm 42. Sein Name wird ewig sein, solange die Sonne besteht, wird fortdauern sein Name. Und ihm wird man sich segnen. Alle Nationen werden ihn glücklich preisen. Gepriesen sei Jehova, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut er allein. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen, ja Amen. Da sieht man diesen Doppelausruf. Amen, ja Amen. Und das deutet das Ende eines Psalmbuches an. Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Ja. Dann Spezialitäten in diesem Psalm. Wir haben Kehrreime. Und zwar drei Kehrreime und die behandeln immer ein Thema. Der erste Kehrreim behandelt, in der Wüste lechzt meine Seele nach Gott. Der zweite, aus großen Wassertiefen schreit meine Seele. Der dritte, in meiner Bedrängnis bete ich zu Gott. Der Doppelpsalm 42-43 ist eines der ergreifendsten Sehnsuchtslieder der Psalmen. Aber er ist auch ein Trostpsalm für einen jeden Heiligen, der sich nach seiner himmlischen Heimat sehnt. Denn nicht die Verzweiflung, sondern die gläubige Zuversicht behält die Oberhand. Dann noch ein Gedanke zum zweiten Psalm dieses der 13-teiligen Maskilm-Psalmenserie. Die Söhne Koas hatten
in der Sünde ihres Vorvaters umkommen müssen. Aber sie wurden, wie 4. Mose 26 berichtet, geschont. Es gibt keinen Grund, Begründung, wann, warum sie geschont wurden. Wir können aber doch sagen, wozu. Gott schont sie in seiner Gnade, damit sie ihm in seinem Haus Lob singen. Und das sieht man dann wunderbar in den Psalmen, in den Lobgesängen der Söhne Korahs. Ich überfahre das einfach, das werdet ihr nachher vielleicht lesen. Wir haben drei Orte aufgeführt, ganz spezielle Orte. Und diese drei Orte, das sind Schlüsselorte, wo das Volk Israel in der Drangsalszeit fliehen wird. Wir sehen, sie werden fliehen an den Jordan, über den Jordan, den Hermon und zum Berg Mitzer. Einige Gedanken dazu. Was ist das Land des Jordan? Jordan, der Todesfluss. Paulus redet davon, dass der Tod in uns wirkt. Nichts macht so wenig aus uns wie der Tod. Er ist der große Entwürdiger. Er macht alles zunichte, was uns von Natur eigen ist. Paulus redet davon, alle Zeit dem Tod überliefert zu werden. Das ist das Land des Jordan, sagt er. Wir werden alle Zeit dem Tode überliefert, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu an unseren sterblichen Fleische offenbar werde. 2. Korinther Brief. Also das spricht vom Jordan, wo der gläubige Überrest physisch fliehen muss, fliehen werden wird und wir ein tägliches Erleben haben mit dem Tod. Der Hermon ist eine raue Stätte. In Verbindung mit ihm haben wir widrige Umstände ins Angesicht zu sehen. Paulus hatte derer viele. Denken wir nur an den 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Die manchmal einschneidenden Schwierigkeiten. Und dann den dritten Punkt, der im Psalm 42 erwähnt wird, der Berg Mitzer. Das ist der Ort, wo Lot fliehen musste. Lot ist auch ein Bild des Überrestes Israels. Kann man darin sehen. Das ist ein kleiner Hügel. Und der Gedanke kommt, Paulus kam durch den Dorn im Fleische dazu. Alles das macht uns zunichte. Dieser Psalm stellt an uns die Frage, ob wir den innigen Wunsch haben, kennenzulernen, was uns der gepriesene Gott in Umständen sein kann, wie das, was wir von Natur sind, gänzlich zunichte machen. Von anderer Seite ist darauf hingewiesen worden, dass Gott uns zur Zunichtemachung des Fleisches in örtlichen Versammlungen zusammengefügt hat. Gehe ich jetzt weiter, damit es nicht zu lang wird. Paulus sagt dreimal in seiner Doxologie der Gnade Gottes von Epheser 1, und die werde ich jetzt lesen. Epheser 1, Vers 6.
und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft, also die Erretteten, die, die sich bekehrt haben, sind dann zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Dazu sind wir jetzt da, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, Vers 12, damit wir zum Preise der Herrlichkeit seien. Und die letzte Stelle noch aus Epheser 1, Vers 14, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke, den uns der Apostel Paulus hier mitgeteilt hat? Und denken wir, der Apostel Paulus hat das nicht aus einem Luxushotel in Rom geschrieben, sondern so, wie wir das finden, hier in diesem Psalm 42, beim Jordan, beim Hermon, beim Mitzer, in den größten Leiden. In den Leiden können wir die Herrlichkeit Gottes am ehesten sehen und ihn dafür preisen und anbeten. Und dafür sind wir ja da. Vielleicht nochmals ganz kurz. Wo findet man das wieder? Man geht zurück auf bibelkreis.ch, geht in dieses Forum. Da hat es eine Suche. Da müsste man halt Psalm 42 schreiben. Müssen wir jetzt nicht, weil es ganz oben ist, draufklicken und dann haben wir es. Wenn eine Frage, Anregung, Korrektur gemacht werden sollte, wofür ich sehr dankbar bin und mich freuen würde auch, wenn eine Meldung käme, wieder zurück auf bibelkreis.ch oder auf bbk.ch, ist dasselbe. Und dann ins Impressum und da sind alle meine Adressen und Telefonnummern. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch einen ganz schönen Tag.